Hallo, wir knüpfen heute nochmal an die Lektion 10 an. In dieser Lektion 10 geht es um Zusammenleben. Zusammen geht es besser, heißt es. Es geht um Konfliktgespräche, darüber zu sprechen, was einen ärgert, was einen stört. Und Ellen ist heute wieder bei uns, denn sie wird auf Fragen zum Werte- und Orientierungswissen heute eingehen, und zwar auf Testfragen. Die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Das ist eine sehr herausfordernde Angelegenheit, weil es auch den Bezug zu Vielfalt gibt in unserer Gesellschaft, den Bezug zu Prinzipien des Zusammenlebens, des Rechtsstaates, und insofern kommen auch schwierige Themen dabei vor. Aber wir fangen jetzt ganz einfach an mit der ersten Übung hier im Wert- und Orientierungsteil. Was ist in Österreich per Gesetz verboten? Ein 14-jähriges Mädchen heiratet einen Mann. Verboten. In Österreich verboten. Zwei Männer heiraten. Erlaubt. In Österreich. Eine Frau lebt allein. Erlaubt, in Österreich natürlich. In Österreich? Ja. Aber in Heimatland ja auch. Kann Iran? Ja, kann erlaubt. Eine Familie kauft ein Auto. Ja, erlaubt. Ich, ja. Erlaubt? Genau. Ja, sie müssen aber schon ein gewisses Alter haben, um ein Auto zu kaufen. Die Kinder werden es wahrscheinlich nicht kaufen. Okay. Ja. Drei Jugendliche schlagen ein Kind. Verboten. Das ist verboten. Eine Frau trägt ein Kopftuch. Ja, erlaubt. Das ist erlaubt. Ein Mann entscheidet, ob seine Frau arbeitet oder nicht. Nein, das ist verboten. Die Frauen können selber entscheiden. Ja. Die Frauen können selber entscheiden. Und wie findet ihr das? Ich finde natürlich voll fein. Zum Beispiel, eine Frau entscheidet selber? Ich finde, egal, Männer oder Frauen, man muss entscheiden. Menschen muss selber entscheiden. Und man muss respektvoll sein. Ja. Ich finde das cool, wenn Männer entscheiden und Frauen auch entscheiden. Ich finde es sehr wichtig, dass solche Themen im Kurs Platz haben, und ich finde vor allem auch wichtig, dass der Diskurs darüber Platz hat. Das heißt, dass die Teilnehmenden wirklich Gelegenheit haben, über diese Themen zu sprechen und sich in Ruhe damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel in Gruppen mit verschiedenen Nationalitäten.